du willst, dass dein Hund bei Fremdhundebegegnungen einfach sitzen bleibt, damit er beim Spazierengehen ganz locker an der Leine läuft und du mit ihm hingehen kannst, wo immer du willst. Ich zeig dir, wie das funktioniert. Geht los! Go! Dogma TV. Wow! Herzlich willkommen zurück bei Dogma TV. Ich bin Dogma und heute zeige ich dir, wie du einen entspannten Zeitgenossen an deiner Seite hinbekommst, dass dein Hund locker bleibt an der Leine, damit andere Situationen für ihn einfach auch spielerisch zu meistern sind. Was du unbedingt für die Leinenführigkeit deines Hundes brauchst, ist natürlich die passende Leine. Wo findest du die passende Leine? Natürlich in meinem Shop. Check mal die Beschreibung. Und nun hole ich mal Silver, mein Ziehhund. Silver ist von meinen drei Hunden der wohl am triebigste Hund. Er zieht an der Leine nach rechts und links und er weiß nicht so richtig, wohin mit sich. Woran liegt das wohl? Nun, zumal an einer viel zu langen Leine. Es ist eigentlich eine gute Idee. Umso länger die Leine ist, umso weniger zieht der Hund, ist ja klar. Eigentlich, es sei denn, du hast so einen triebigen Hund wie Silver. Silver braucht eine ganz klare Linie, eine ganz klare Führung. Und wenn dein Hund noch nicht trainiert ist, also sprich, du hast einen jungen Hund oder du hast das ähnliche Problem, dass dein Hund an längerer Leine hin und her zieht, dann empfehle ich dir diese Trainingsleine. Es ist eine Zugstoppleine und du brauchst im Endeffekt kein Halsband. Weil das Halsband ist da gleich mit dran. So, du ziehst dem Hund die Leine über den Kopf. Vorher hast du es natürlich alles genau eingestellt. Wie du das machst, erfährst du in diesem Video. Falls du es noch nicht weißt, guck dir das gerne mal an. Und du kannst das Halsband drüber lassen. Sprich, du machst erstmal diese lange Leine weg. So, weil das ist für den Hund nicht so zielführend. Auch ganz wichtig, nur mal so nebenbei, das Geräusch vom Karabiner, das kennt dein Hund. Gewöhne deinem Hund an, es heißt nicht, der Hund hat jetzt Freilauf, nur wenn du mal so machst. Das gewöhne dem Hund gleich von vornherein ab, nur mal so als Tipp nebenbei. Wie legst du nun das Halsband an? Du ziehst es dem Hund über den Kopf, so, und lässt das Halsband direkt so hinter den Ohren. Da stellst du das Halsband wieder fest, so, natürlich so, dass du deinen Hund nicht wirkst, so. Schön fest, dass du aber auch noch einen Finger hinterkriegst. Und das Gute ist, wenn du deinen Hund am Halsband führst und hoffentlich ein breites Halsband hast, dass die Retrieverleine da jetzt nicht runterrutschen kann, weil ja das Halsband so ein bisschen gleich der als Stopper dient. So, jetzt hast du eine ganz andere Führung an den Hund und mit dem Hund und zu dem Hund. Sprich, du hast hier 1,80 Meter Länge, was richtig gut ist, und eine Stärke der Leine von 1,8 cm. Sprich, der hat jetzt hier nicht irgendwie eine dünne Schnur um den Hals, was den Hund da wehtut oder schnüren könnte, sondern wirklich, er hat auch immer noch Schutz. So, die Leine hast du jetzt richtig angelegt und dann kannst du den Hund viel besser ansprechen. Mit der Retrieverleine natürlich immer seitlich. So, und dann gehen wir los. Und du siehst, mit zwei Fingern, ja, der Hund ist an mir orientiert, der weiß ja jetzt gar nicht, wo ich hingehe. Und Nummer eins und natürlich das Wichtigste, du musst halt da üben, wo nichts los ist. Du kannst jetzt nicht anfangen und da kommen dir 20 Hunde entgegen. Das mach nicht, sondern ja, üb da, wo nichts los ist. Irgendeine Wiese wirst du schon finden. Ja? Und dann halte die Leine möglichst statisch an deiner Hüfte. Sprich, du suchst dir eine Länge aus, statische Haltung an der Hüfte und gehst einfach. So, und das ist Training. Und der Hund darf nicht schnuppern. Silber will jetzt hier irgendwie schnuppern, das darf er nicht. Kann sein, dass hier noch Futter liegt, was ich gerade für die anderen so ein bisschen versteckt hatte. Die haben jetzt Autoarrest. Ja, und du siehst, er ist mit der Nase am Boden. Aber kommt gerade nicht ran. So, dann machen wir es immer jetzt nicht ganz so schwer. Wir gehen mal einen anderen Weg. So, jetzt wieder zurück. Und du siehst, jetzt bleibe ich stehen. Silver setzt sich hin, weil er es merkt. Okay, da passiert jetzt nichts mehr. Ja, gut, drei Haare vielleicht eingeklemmt, juckt ihm. Kann er sich kratzen, kein Problem. Das brauchst du auch nicht unterbinden oder so. Das ist jetzt auch nicht krass Stress oder was er jetzt hat, falls du das jetzt denkst, weil sich ja der Hund
kratzt und du weißt, okay, nonverbale Kommunikation, der Hund ist jetzt ultra im Stress. Nee, natürlich durch das ein bisschen, ich habe jetzt die Leine nicht perfekt angelegt, du siehst, ist noch ein bisschen Spiel. Das hat jetzt ein bisschen gezogen, ein bisschen gezibbelt. Aber wir sind ja hier da, um einfach mal perfekt zu zeigen. So, jetzt habe ich es perfekt angelegt und jetzt zibbelt da auch nichts. Und jetzt können wir weiter. Genau. Und du siehst, ich habe auch kein Futter oder so, sondern du siehst alleine von der Körpersprache, alleine von der Körperhaltung, alleine durch diese Leine. Er weiß, Lederleine ist die Trainingsleine und er ist in einem ganz anderen Modus. So, jetzt sage ich aber, und das habe ich mir extra so ausgedacht, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Training, wir sind jetzt fertig, er hat es gut gemacht. Und das bedeutet, da kommen jetzt gerade ein paar Hunde. Silver Sitz. Ja, und du siehst, jetzt bleiben wir natürlich noch im Trainingsmodus. Passt ja gerade ganz gut, dir das auch zu zeigen. Er fixiert. Jetzt ist die Frage, fixieren unterbinden oder nicht? Ich würde ihn jetzt gucken lassen, weil der Hund, der bewegt sich von uns weg. Also praktisch, da ist eine Kurve, musst du dir vorstellen, und da ist er jetzt raus. Und jetzt bewegen die sich weg mit Fahrrädern und zwei Hunden. Und deswegen lasse ich ihn gucken, weil dieses Gucken im Endeffekt, prima, ich bestätige ihn, wenn er mich anguckt. Ja, er merkt, okay, passiert nichts, wir gehen da jetzt nicht hinterher, aber wir gehen auch nicht weg. Ich spreche weiter mit mir selbst und alles bleibt so, wie es ist. So, also keine große Sache draus machen. Ich hier und immer schön Schulter zeigen. Ja. Schulter heißt, da ist nichts, da passiert nichts. So ist, oh, Angriff, jetzt gucke ich auch. Mir egal. So ist besser. Mir egal. Immer schön mir egal. So, und was ich dir zeigen wollte, Training beendet und du hast jetzt keine Lust, irgendwie 20 Leinen oder sagen wir mal zwei Leinen, ja, also nicht übertreiben, hast keine Lust, zwei Leinen mitzunehmen. Also habe ich mir hier was ausgedacht, zu diesem natürlich auch kleinen Glücksanhänger, den du zur Leine bekommst. Zack, zack. Karabiner. Ganz einfach. Du kannst den Hund, wenn du willst, doppelt sichern, ja, da hast du hier die Ansprache und hier das normale Halten, das kannst du genauso mit dem Geschirr machen, also Halsband, Geschirr, egal. So, und jetzt sagst du aber, ne, bist fertig mit dem Training, machst ihm das hier wieder schön locker weg. So, du machst dem Hund jetzt einfach die Leine ab, ziehst ihm das über den Kopf, zack, prima. Und jetzt, so versteht er auch gleichzeitig, dass dieses Überkopfstreifen auch nicht bedeutet, dass er ohne Sicherung ist. Jetzt hast du hier eine ganz normale Handschlaufe. Im Endeffekt, also hier, was das Halsband ist eigentlich, also hier das Ende von der Retrieverleine. Und das kannst du dir einfach auch als Schlaufe meinetwegen hier so festziehen. So, dann wackelt hier auch nichts mehr. Hast eine ganz stinknormale Leine und kannst mit ihm ganz normal im Freizeitmodus an der Leine weitergehen. So, du hast da natürlich jetzt keine Lust auf diesen Riesenkarabiner an der Schlaufe bei dir. Das ist auch kein Problem. Die kannst du denn da im Endeffekt einfach hängen lassen. Machst einfach hier wieder so ein bisschen größer, dass der Kopf durchpasst. Ne? Kannst wieder umstellen. Den Karabiner, also hier, wieder anziehen. So. Einfach hier wieder ranzibbeln. So. Kannst den Karabiner letztendlich hier einfach hängen lassen. Ja? Du lässt ihn hier einfach am Halsband dran. Ich habe extra einen schönen großen gewählt, damit das einfach rucki-zucki geht. So. Das stört den Hund nicht. Der ist ultra leicht, der Karabiner, also ist jetzt nicht so. Und du brauchst natürlich, also mit einem Chihuahua würde ich es jetzt nicht machen, dafür ist die Leine auch nicht geeignet. Also ab 12, 13 Kilo würde ich sagen, ist das okay, kannst du das gut machen. Ja, und nach oben keine Grenze, also nach oben hast du einfach keine, also die Leine, die hält, da hast du auch keinen Karabiner, der da irgendwie abschnippen kann oder wegreißen kann. Die hält. Und der Karabiner, der hat 12 Kilonewton, da kannst du ein Auto mit abschleppen. Also der hält auch. Ja, und jetzt sind wir wieder im Trainingsmodus. Gehen wir nochmal einmal hin und her. Und wieder zurück. Genau. Und du siehst, das ist der erste Schritt zur Fremdhundebegegnung. Das ist der erste Schritt zur Leinenführigkeit mit dem richtigen Material. Trainiere erstmal so in ablenkungsfreier Umgebung möglichst und dann immer Step by Step. Und umso besser dein Hund die Leinenführigkeit beherrscht, umso mehr kannst du deinen Hund in Situationen führen, die er mit dir bewältigen kann. Ja, erstmal der Fremdhund so
auf 50 Meter, wieder abdrehen, ja, und dann immer langsam mehr, ja, und immer auch selbstbewusst, immer dir auch eine Seite aussuchen, wo läuft dein Hund im Training, an so einer Freizeitleine ist es egal, oder auch im Freizeitmodus ist es egal, wir sind jetzt im Trainingsmodus, und du überlegst dir eine Seite, bei mir ist es immer rechts, dann fokussierst du einen Punkt, wo dein Hund hinlaufen soll, und dann gehst du da einfach hin, so, und dein Hund soll sich an dir orientieren. Und dann kannst du ja auch im Kreis laufen und kannst deinem Hund auch vorher sagen, wenn du das möchtest, bei uns ist zum Beispiel Leine. Bei uns ist es Leine. Genau. So, und was wir dann auch geübt haben, dass wenn ich stoppe, der Hund stoppt. So, er muss sich nicht hinsetzen, aber er stoppt. Deswegen dieses extra Trampeln. So, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hundetraining. Wenn du noch eine Leine brauchst, check's gerne in der Beschreibung. Würde mich freuen. Dann schicke ich dir eine zu und ciao, bis DogmaTV. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. So. Oder so. Oder so.